Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Reihe über das Thema, wie schreibe ich eigentlich eine Abschlussarbeit? Mein Name ist Jörn Schlingensiepen und ich habe das Ganze mal als Vorlesung gehalten und was Sie hier sehen, ist eben der unbearbeitete Mitschnitt. Im letzten Abschnitt haben wir uns dann damit beschäftigt, die Tabellen und Abbildungen in unser Dokument zu bekommen und möglichst automatisiert die Verzeichnisse zu erstellen. Man kann auch noch mehr automatisieren, und da wollen wir uns in diesem Kapitel mit beschäftigen, nämlich den Textfluss und auch die Seitenumbrüche, also wo sie sind, etwas zu strukturieren und auch zu automatisieren, selbstverständlich. Und auch das Thema Autobeschriftung will ich nochmal ganz kurz ansprechen. Dann hatte ich ja gesagt, wir wollen unser Dokument nicht malen. Das heißt auch, wir wollen möglichst vermeiden, dass wir Seitenumbrüche von Hand machen müssen. Also diesen Seitenumbruch erzwingen kann man machen. Hat aber den Nachteil, wenn Sie dann im Dokument nochmal was ändern, müssen Sie immer nochmal gucken, ob diese Seitenumbrüche, die Sie sich damals ausgedacht haben, noch sinnvoll sind. Deshalb empfehle ich zwei Dinge, nämlich wenn Sie sagen, okay, Kapitelüberschriften sollen immer auf der neuen Seite sein, dann einfach den Zeilenumbruch mit in der Textvorlage, also in der Formatvorlage, hier zu erzwingen, kann man machen. Ja. Also gerade so bei einem längeren Text wie einer Bachelor- oder Masterarbeit mache ich gerne die Kapitelüberschriften auf eine neue Seite. Ja, ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, Sie haben davor halt eine halbe Seite leer. Ja gut, aber dafür haben Sie schöneren Zugriff auf Ihre Kapitelüberschriften. Dann gibt es sowohl in Word als auch in LibreOffice eben hier die Absätze zusammenhalten Regel und die Schusterjungen und die Hurenkinder Regel. Die empfehle ich so auf 5 zu setzen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir ein Buch schreiben, das nachher irgendwie im professionellen Layout Ansprüchen genügen muss, sondern es soll ja pragmatisch bleiben. Und wenn Sie das, also das empfohlen werden ja so 2 für gesetzte Texte, schrauben Sie das ruhig auf 5 hoch, ist doch völlig egal. Also das Schlimmste, was passiert ist, dann haben Sie eben unten mal irgendwo ein paar Zeilen leer. Das würden Sie aber, wenn Sie da von Hand durchscrollen, wahrscheinlich sowieso so machen und dann da von Hand einen Seitenumbruch reinbauen. Von daher lassen Sie sich die automatisch erzeugen, weil wenn die automatisch erzeugt sind, dann verschwinden die auch automatisch wieder, wenn die keinen Sinn mehr ergeben. Das würde ich auf jeden Fall ganz am Anfang schon mal so einstellen, dass das fürs Dokument immer gilt. Dann wichtig, diese ganzen Sachen mit ich binde was ein und so weiter führen gerne mal dazu, dass die Sachen dann verlinkt sind. Also Sie haben dann in Ihrem Word-Dokument oder in Ihrem LibreOffice-Dokument irgendwie eine Referenz auf einer Datei, die liegt irgendwo, was weiß ich, die liegt in Ihrem Temp-Verzeichnis. Wenn Sie die aus dem Temp-Verzeichnis löschen, dann ist die weg. Ja? Also diese ganzen externen Abhängigkeiten, versuchen Sie das zu vermeiden. Im LibreOffice gibt es einen ganz schönen Mechanismus unter Bearbeiten, Verknüpfung, da können Sie die einfach anzeigen lassen. Ja, und da gibt es einen Knopf, da heißt Lösen und der sorgt dann dafür, dass die auf einmal weg sind. Dann holt er sich nämlich die Dokumente also die externen Dokumente ins Dokument rein. Also versuchen Sie möglichst ohne externe Verknüpfungen zu arbeiten. Es gibt nachher nur Gerenne. Ne? Wenn die fehlen und dann ist eine Abbildung weg und dann müssen Sie wieder einbauen, aber eigentlich wollten Sie gerade zum Druck gehen, ganz schlimm. Dann Autobeschriften hatten wir schon drüber gesprochen, kann man in LibreOffice auch zentral einstellen. Das ist eigentlich jetzt nur mal ein Hinweis für diejenigen, die das benutzen. Extras Option OpenOffice.org beziehungsweise jetzt LibreOffice Writer und dann eben Autobeschriften. Da können Sie dann die Beschriftungen zentral vorgeben. Okay, also nachdem wir den Textfluss jetzt soweit besprochen haben, gibt es ja noch so ein paar andere Elemente, die in so eine Arbeit eingebettet werden sollen. Zum Beispiel Formeln. Auch die sollen nummeriert werden und das schauen wir uns dann im nächsten Video an.